Moin meine lieben Sneaker-Freunde, was geht und herzlich willkommen zu einem weiteren neuen Weekly Release Update hier auf meinem Kanal. Und auch diesen Mittwoch habe ich wieder ohne Ende Stuff für euch im Gepäck. Auch bei den Releases hat sich nochmal einiges getan. Bevor wir aber damit anfangen, steigen wir jetzt erstmal wieder mit dem Release Recap ein. Denn es gibt zwei Schuhe, die auch hier diese Woche wieder erwähnenswert sind. Den Anfang machen wir mit dem Release von vergangenem Samstag, nämlich dem Air Jordan 3 J Balvin, der hier mehr oder weniger eingeschlagen ist, aber nicht so, wie man das eigentlich gerne gehabt hätte. Natürlich war über die Zeit jetzt und auch über das Warten hinweg der Hype extrem gewachsen, was man auf jeden Fall schon auch gemerkt hat. Denn die Schuhe waren übertrieben schwer zu bekommen. Das lag aber eben nicht nur daran, dass der Hype gewachsen ist, sondern auf der anderen Seite auch daran, dass der Stock hier extremst limitiert war, was ich so mitbekommen habe. Klar, auch da wieder unter Vorbehalt, man weiß nicht, was an der Sache dran ist. Sollen in den USA über Sneakers wohl nur rund 2.300 bis 2.500 Paare gedroppt sein. Also hier auch da extremst limitiert und das für USA-Verhältnisse schon ziemlich krass. Auch da gab es aber natürlich wieder ein paar negative Erlebnisse, denn ein First-Come-First-Surf-Drop, der in den USA stattgefunden hat, musste wieder von der Polizei abgebrochen werden. All das sind hier sich wiederholende Geschehnisse, die einfach auch zeigen bzw. erklären, warum vor allem hier in Deutschland, aber auch allgemein die Camp-Out-Releases deutlich zurückgehen. Die Masse an Leuten, an Sneaker-Fans ist einfach viel zu groß geworden und dementsprechend ist es eben auch da dann deutlich wahrscheinlicher, dass es zur Auseinandersetzung kommt. Das Ganze hat aber natürlich dann eben alles zusammen auch noch Auswirkungen auf den Resell-Markt. Denn wo der Schuh Pre-Release irgendwo zwischen 300 und 400 Euro lag, konnten wir jetzt binnen einer Woche einen Preisanstieg um knapp 100 Euro sehen. Finde ich ehrlich gesagt an dem Punkt schon wirklich heftig. Ist ein ähnliches Szenario wie bei dem Raditos SB. Also ich finde nicht wirklich, dass es hier gerechtfertigt ist. Es ist ein unfassbar krasser und wirklich schöner Schuh, der auf jeden Fall ganz weit oben in den Top 10 für dieses Jahr ist. Was aber für mich hier im Umkehrschluss eben kein Grund dafür ist, für den Schuh 400 bis 500 Euro zu bezahlen. Den nächsten Schuh, den ich jetzt hier ebenfalls noch kurz ansprechen möchte, das ist der Forget-Me-Nots Airship. Auch das ein wirklich cleaner, schicker Schuh, der wahrscheinlich zum jetzigen Zeitpunkt eigentlich nur in den USA gedroppt ist. Es kann aber eben auch sein, dass es wie bei dem Corporate Gotham Airship hier ähnliches Szenario gab und wir eben hier ein paar Releases auch über Retailer wie Soulbox und Beasten schon hatten. Das kann ich natürlich jetzt hier im Vorhinein nicht wirklich beurteilen, weil auch da nichts angekündigt worden ist. Aber falls der Release hier noch nicht stattgefunden hat, kann es eben sein, dass er hier unter dem Radar dann ablaufen wird und auch da über diese Retailer, die ich eben schon genannt habe, wie auch beispielsweise zusätzlich noch Kicks hier kommen wird. Also falls ihr euch hier für diesen Schuh interessiert und er in der EU erscheinen sollte, dann solltet ihr in den nächsten Tagen hier die Augen offen halten. Damit sind wir dann jetzt aber auch schon bei den anstehenden Releases angelangt und auch da ist diese Woche wieder einiges geboten. Angefangen hier mit dem 28.09. und wer hätte es gedacht, es ist endlich soweit. Der große Release von dem SB Dunk Low Born X-Raced wird endlich stattfinden. Und man muss ehrlich zugeben, alleine nachdem dieser Schuh hier erstmal gecancelt worden ist, weil ja Spanto hier leider tödlich verunglückt ist bei einem Autounfall, ist der Hype natürlich ins Unermessliche gestiegen und ebenso auch die Resellpreise. Und das Ganze sieht man auch jetzt noch. Es ist ein unfassbar krasses Konzept, was hier verarbeitet worden ist. Denn es sind bis ins kleinste Detail hier die Feinheiten ausgearbeitet worden. Und ich muss sagen, dieses Ding sieht schon wirklich Bombe aus. Auf der anderen Seite haben wir jetzt hier eben auch einen Schuh, der sehr, sehr wearable ist, was man von vielen anderen SBs wahrscheinlich nur bedingt behaupten kann, weil sie einfach sehr, sehr crazy sind und dementsprechend hier auch entweder auf der Kunstseite oder eben auch auf der Wearability-Seite nicht ganz so gut für die breite Masse geeignet sind. Das ist bei diesem Schuh hier komplett anders und eben neben diesem mehr oder weniger Horror-Szenario, was man hier Richtung Mitte des Jahres erlebt hat, hat das Ganze auch noch so ein bisschen seine Spuren hinterlassen. Wir sind ebenfalls jetzt noch sehr, sehr hoch im Resell und dementsprechend wird es da wahrscheinlich auch nur einen geringen Dip geben, weil einfach der Hype viel zu groß ist. Der Release selber, und jetzt kommen wir ein bisschen zu den ernüchternden Nachrichten, wird nicht ganz so ablaufen, wie wir uns das alle erhofft haben, denn zum einen wird es für die EU hier ziemlich sicher oder ziemlich wahrscheinlich kein Sneakers-Release geben, was ich bis jetzt so mitbekommen habe. Ähnlich ist es hier eventuell in den USA, aber da hat man noch keine Bestätigung. Was man aber für die USA wiederum weiß, ist, dass hier der Drop über Born X-Raced wahrscheinlich der einzige für die USA sein wird. Heißt, es wird keinen Skate-Shop-Release geben, was natürlich auch da ein bisschen damit zusammenhängen könnte, dass es eben da extreme Backdooring-Probleme beim letzten Mal gab, nachdem Spanto hier ums Leben gekommen ist, weil natürlich da sich extrem viel Geld dazu verdient werden konnte. Und hier in der EU haben wir aber wiederum das Szenario, dass es wahrscheinlich doch zu einem Skate-Shop-Release kommen wird. Heißt, ich fasse das nochmal kurz zusammen, es wird in den USA der große Release über Born X Raced über die Website und ein Insta-Raffle stattfinden
Und hier hat man tatsächlich, zumindest zu meinem Wissensstand, jetzt hier auch die Möglichkeit, global an dem Release teilzunehmen. Also ihr könnt hier ebenfalls bei der Bonix Race Website vorbeischauen. Am 28., wenn ich mich nicht ganz täusche, um 9 Uhr soll der Drop hier stattfinden. Aber ich muss auch ehrlich dazu sagen, malt euch nicht allzu viele Hoffnungen aus. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es unfassbar schwer werden wird, den Schuh zu bekommen. Und dementsprechend hier auf der anderen Seite nochmal für die EU eine weitere Möglichkeit, nur für uns hier mit EU-Shipping. Das sind die Skate-Shops, aber ich bin hier auch da relativ überzeugt davon, dass der Drop sehr, sehr limitiert sein wird. Heißt, es wird ein Schuh, der sehr, sehr, sehr schwer zu bekommen sein wird, plus der auch noch im Resale sehr, sehr teuer sein wird. Heißt, man sollte hier auf jeden Fall überall mitmachen, wo man mitmachen kann, wenn man sich ein paar hier für Personal holen möchte. Meine Daumen sind für euch fest gedrückt, aber es wird auf gar keinen Fall einfach. Ein Tag später wird ein weiterer SB Dunk Low droppen und in diesem Fall hier über Sneakers wieder. Und der ist in den USA bereits gedroppt. Heißt, man hat schon mal eine gute Vorahnung auf den Resell. Der Schuh selber ist ja hier inspiriert von dem Thema Jiu-Jitsu, nämlich eine Kollaboration mit Albino E. Preto. Die Upper-Materialien sind hier aus einem Canvas-Material, die so ein bisschen inspiriert worden ist von der Ausrüstung bzw. von den Anziehsachen, die Jiu-Jitsu-Kämpfer hier anhaben. Dazu kommt aber auch noch eine weitere Feinheit, nämlich dass es hier removable ist, was hier auch so ein bisschen darauf referenziert, dass eben mit der Zeit die Ausrüstung der Kämpfer kaputt geht. Darunter zum Vorschein kommen, genau wie bei den Lace-Farben hier, die Farben, die bei den Gürteln wiederzufinden sind. Also auch da eine wirklich coole Inspiration. Und in meinen Augen hier einfach insgesamt ein wirklich komplett rundes Konzept, was wirklich gelungen ist. Und daher hier auch mit der Farbe sehr wearable. Und für den Preis, der hier zu erwarten ist, muss ich ehrlich eingestehen, dass das Ding eine wirkliche Überlegung wert ist. Der vorletzte Release, den wir diese Woche hier jetzt noch haben, das ist eine Silhouette, die wahrscheinlich bei vielen Leuten gar nicht so wirklich auf dem Schirm ist. In meinen Augen ist aber der Air Jordan 8 Playoffs ein unfassbar gelungener Colorway. Auch wenn ich selber ihn mir jetzt hier ziemlich sicher nicht holen werde, gefällt er mir trotzdem sehr, sehr gut. Ich finde, dass die meisten höheren Air Jordan Modelle nicht ganz so einfach zu kombinieren sind, beziehungsweise nicht ganz so einfach in ein Streetwear Outfit einzubauen sind. Plus, man hatte eben auch da nicht ganz so viel Nachfrage. Die Silhouette ist nicht so bekannt. Ich muss aber sagen, dass der Air Jordan 8 hier wirklich rund aussieht. Ich weiß nicht, er hat was Eigenes und genau das macht ihn für mich so interessant. Und mit den Farben, die man hier verarbeitet hat, ist es auch da ein Schuh, der trotzdem relativ gut in ein Outfit zu integrieren ist. Und ich glaube, dass ihr ziemlich wahrscheinlich auch gute Aussichten auf einen Retail-Weh haben werdet, der wiederum hier aber trotzdem relativ teuer kommt. Ich drücke euch natürlich trotzdem die Daumen, ihr solltet auch da wie immer nicht schlafen, aber in meinen Augen auch das ein weiter richtig schöner Release. Und damit sind wir dann aber auch schon bei dem letzten Release angekommen, der zum jetzigen Zeitpunkt, wo ich hier aufnehme, feststeht. Und wir haben am 2.10. einen weiteren neuen Air Max One Colorway, nämlich den Pure Platinum. Auch der Schuh ist hier äußerst wearable. Man hat hier eine Ähnlichkeit zu einem SB, der wahrscheinlich im Oktober kommen wird, nämlich zu dem Tight Booth. Wir haben hier die helleren Akzente an der Oberfläche, während wir eine schwarze, dunkle Basis haben. Das Ganze wird zusätzlich mit ein paar roten Akzenten aufgewertet. Ich finde, der Schuh kommt wirklich gut. Und da auch da die Nachfrage in der letzten Zeit für die Air Max One Colorways nicht mehr so hoch ist, ist das ein wirklich nicer Schuh. Ich selber kann aus Erfahrung sagen, dass die Air Max Modelle unfassbar comfy sind und dementsprechend hier ein alltagstauglicher neuer Colorway, der auch von den Farben hier ein bisschen freundlicher ist gegenüber einem etwas schlechteren Wetter und vielleicht eine Option für euch für den Herbst. Somit sind wir dann aber auch schon bei dem letzten Kapitel dieses Videos hier angekommen und wir haben die Leaks und News erreicht. Und die sind diese Woche wieder randvoll, dementsprechend jetzt zurücklehnen und genießen. Und die erste Info, die wir jetzt hier haben, da geht es um einen Designer bzw. einen Künstler, sage ich mal eher, von dem man jetzt längere Zeit nichts gehört hat, nämlich von Tom Sachs. Man hat hier ja so ein bisschen Probleme gehabt in der letzten Zeit, weil man nicht ganz wusste, wo die ganzen Geschichten, die damals passiert sind, einordnen soll. Es gab hier viele Vorwürfe gegenüber ihm. Und es gab aber keine wirkliche Bestätigung. Nike hat die Zusammenarbeit zumindest kurzfristig auf Eis gelegt. Jetzt scheint es aber so, dass sich die Wogen wieder geglättet haben. Und es soll in naher Zukunft vielleicht schon ein weiterer neuer GPS-Colorway kommen. Und ich muss sagen, der sieht schon wirklich schick aus. Wir haben hier so ein bisschen eine optische Ähnlichkeit zu dem ersten GPS-Colorway. Aber jetzt hier eben ein bisschen mehr mit Kontrasten aufgearbeitet. Ich finde, dass die Wearability von dem Schuh sehr, sehr gut aussieht. Von der Silhouette selber kann ich hier euch nur empfehlen, dass ihr vielleicht mal einen holt für einen Retail von 110 Euro und wahrscheinlich auch keinen wirklichen Resell, der dahinter steht. Heißt, es ist hier relativ wahrscheinlich, sich ein Retail-Weh zu gönnen. Ist es ein Schuh, der wirklich alltagstauglich ist? Also der Name General Purpose kommt hier nicht von ungefähr. Sie sind unfassbar comfy, aber eben nicht auf eine Art und Weise, dass man auf Wolken geht, sondern funktional hier wirklich sehr, sehr komfortabel ist.
Überlegt es euch, schaut mal vorbei. Man weiß noch nicht wirklich, wann es jetzt soweit sein soll, aber in meinen Augen eine wirklich nice Info, dass es auch da jetzt weitergeht, denn diese Silhouette, wie gesagt, in meinen Augen ein absolutes Brett. Mit der nächsten Info sind wir jetzt mal wieder bei Adidas, denn wir haben über die letzten Monate immer wieder Leaks und Fotos von verschiedenen Sean Witherspoon Collabs gesehen. Besonders einer ist hier vielen im Gedächtnis geblieben, nämlich der Gazelle Hemp Colorway. Auch da scheint es jetzt hier mal wieder ein paar Neuigkeiten zu geben. Der Schuh selber ist ja hier in grün, so gefühlt der Trendfarbe im Jahr 2023. Mit dem weißen Stitching wertet es aber das Ganze nochmal zusätzlich auf. Und ich finde, rein optisch gesehen ist das hier mal wieder ein Schuh, der wirklich typisch für Sean Witherspoon steht. Kreativ, trotzdem sehr, sehr wearable und sehr, sehr schick. Man weiß, wie gesagt, noch nicht so wirklich genau, wann es jetzt endlich soweit sein wird, aber die Stimmen werden lauter, dass der Release gar nicht mehr so weit entfernt ist. Wenn ihr also auch da Interesse für diesen Schuh habt, dann lasst vielleicht auch gerne auf dem Kanal hier mal ein Abo da. Ich werde euch umgehend informieren, sobald wir weitere Informationen haben. Und wo wir gerade sowieso schon bei dem Thema kreative Schuhe sind, kommen wir zum nächsten Thema. Und wir sind hier bei dem Chinese New Year für das Jahr 2024 Air Jordan Modell angekommen. In diesem Fall hier der Year of the Dragon Air Jordan 1 Low. Und ich muss sagen, das Ding sieht wirklich unfassbar krass aus. Ich hätte nicht gedacht, dass es nach dem Year of the Rabbit Air Jordan 1 noch was gibt, was rein vom Konzept her das noch übertrumpfen kann. Klar, wir haben hier nicht wirklich den Bezug auf das Thema Rabbit, aber von der Optik war der schon sehr interessant. Mit dem Year of the Dragon Air Jordan 1, muss ich sagen, haben sie dem Ganzen nochmal einen oben drauf gesetzt. Ich finde, dass das Ding nicht nur wearable ist, sondern auch eben mit dieser Drachenschuppenoptik auf dem Leder ist das ein wirklich krasser Schuh. Aber im Hinblick eben auch auf den Rabbit Air Jordan 1, muss ich sagen, bin ich hier ein bisschen pessimistisch eingestellt, was die W-Quote betrifft, beziehungsweise überhaupt einen Release. Eigentlich hätte ja der Year of the Rabbit zumindest gemäß der Gerüchte im großen Release sehen sollen. Man hat eigentlich gar nichts mehr davon erfahren. Ich hoffe, dass es bei dem jetzt hier mal wieder eine bisschen breitere Masse gibt, die den Schuh kaufen kann. Man weiß es natürlich auch da noch nicht bestätigt. Man weiß noch nicht wirklich viele Informationen, aber auch die vielen kleinen Details machen das ganze Thema sehr interessant. Ich werde euch also auch da natürlich weiterhin up-to-date halten. Zum jetzigen Zeitpunkt müssen wir aber noch auf jeden Fall unsere Daumen drücken, dass es einen großen Release geben wird. Ich glaube aber, dass der Schuh hier auch wirklich viel Aufmerksamkeit im Laufe der nächsten Monate bekommen wird. Und ich habe es ja gerade schon gesagt, wir haben viele Schuhe, die von der Kreativität hier sehr, sehr krass dabei sind. Und auch der nächste ist da keine große Ausnahme. Denn es sind so ein paar Fotos geleakt worden von einem weiteren neuen Air Jordan 1 High Zoom Comfort 2, nämlich dem Familia Colorway. Und ich muss sagen, bei dem Zoom Comfort 2 bin ich ja so ein bisschen zwiegespalten, was dieses Modell betrifft. Ich bin eigentlich schon eher der Oldschool-Fan von dem Air Jordan 1 High, wie man ihn eben kennt. Aber bei dem Konzept und der grafischen Ausarbeitung, die man bei dem Modell jetzt hat, bin ich doch auch gezwungen zu sagen, dass das Ding wirklich on point passt. Mit den kleinen Details, die der Zoom Comfort 2 mitbringt, kombiniert eben mit dieser Grafik, die hier eingearbeitet worden ist und auch dieser Schattierung mit dem Schwarz, passt es, glaube ich, auf dem Zoom Comfort deutlich besser. Ich finde, das Ding ist ein wirklich krasser Schuh und ich glaube, dass es auch da draußen von euch viele geben wird, die sich für dieses Modell interessieren. Man hat verschiedene Release-Daten, die zum jetzigen Zeitpunkt kommuniziert werden. Auf der einen Seite, wie auch hier bei dem Beitrag, wird von Ende September gesprochen. Ich habe aber auch schon andere Infos gesehen, die Richtung Anfang, Mitte Oktober gehen. In meinen Augen sollte man aber, wenn man Interesse für diesen Schuh hat, auf jeden Fall die Augen offen halten. Es kann auch hier sein, wie schon bei dem Airship, den ich am Anfang angesprochen habe, dass der Release unter dem Radar laufen wird. Und von einer weiteren Collab, die auch sehr gehypt ist und die wir im Dezember wohl sehen werden, hat man weitere Closer Looks und wir haben jetzt endlich mal vernünftige Bilder und können uns einen vernünftigen Eindruck von der Powerpuff Girl SB Collab machen. Ich muss sagen, und das ist wahrscheinlich auch so die Meinung von der breiten Masse, ich habe da ein bisschen was anderes erwartet. Gemäß eben der ganzen Mockups, die man hatte, ging man hier so ein bisschen Richtung Wildleder. Da sind wir auf jeden Fall schon mal auf dem Holzweg gewesen. Wir haben jetzt hier einen deutlich besseren Einblick und man sieht, dass wir auf allen drei Colorways eigentlich ein komplett anderes Konzept verarbeitet haben, was ich nicht zwingend falsch finde. Denn auf der einen Seite haben wir eben bei dem blauen und bei dem grünen sowie bei dem pinken eigentlich mehr oder weniger drei verschiedene Upper-Materialien. Auch das Konzept ist trotzdem sehr, sehr stark ausgearbeitet. Aber wie gesagt, ich glaube, dass sich viele hier etwas anderes vorgestellt und auch erhofft haben. Das tut dem Ganzen aber in meinen Augen hier keinen Abbruch. Ich glaube, alleine aufgrund eben der Serie Powerpuff Girls wird die Nachfrage auch da relativ groß sein. Meiner Meinung nach würde ich aber eben das Ganze auch nicht unterschätzen. Es kann natürlich sein, dass man hier einen kleinen Dämpfer in der Nachfrage hat, aber im Großen und Ganzen gehe ich hier stark davon aus, dass es viele Fans geben wird. Ich bin ehrlich gespannt, wie es da jetzt eben mit dem Interesse in Zukunft weitergehen wird und wenn man dann auch ein bisschen mehr Feedback über die Zeit erhält,
was da so die einheitliche Meinung ist. In meinen Augen sind sie aber trotzdem, wenn auch anders erwartet, wirklich gut ausgearbeitet und ich glaube, dass es auch viele Fans bei euch da draußen geben wird. Damit sind wir dann aber auch schon fertig mit den ganzen neuen Schuhen, die wir jetzt hier diese Woche ansprechen, aber es ist noch nicht das Ende des Videos, denn ich habe auch noch zwei wirklich unfassbar wilde Informationen, die jetzt nicht per se auf einen Schuh zutreffen, sondern eher auf mehrere, beziehungsweise nur auf das Thema Sneaker. Weitermachen tun wir jetzt hier nämlich mit einer Aussage von dem Adidas CEO, die hier doch für ein bisschen Sodbrennen in der breiten Community gesorgt hat. Denn der revidiert hier so ein bisschen die Aussage aus dem letzten Jahr, zumindest wird das von vielen Seiten reininterpretiert, denn gemäß Forbes und vielen anderen Pressemitteilungen soll der CEO von Adidas hier mehr oder weniger von der Bedeutung her gesagt haben, dass all das, was Kanye West von sich gegeben hat, nicht ganz so gemeint war. Es kann natürlich sein, dass man sowas mal sagt, aber bei den großen Stars und auch Sportlern schaut man da eben ein bisschen genauer hin und das könnte ja am Ende des Tages jedem passieren. Auch wenn das jetzt hier mehr oder weniger nur die inhaltliche Zusammenfassung der Aussage war, denn die Zitate variieren hier so ein bisschen, beziehungsweise es ist auch eben nicht wortwörtlich zu übersetzen. Ich finde aber alleine diesen Wink, den der CEO hier macht, schon äußerst fragwürdig, denn es deutet natürlich auf der einen Seite darauf hin, dass eben hier Adidas vielleicht doch drüber nachdenkt, die Marke Yeezy wieder aufleben zu lassen, gerade auch vor dem Hintergrund, was an Umsätzen erwirtschaftet worden ist. Ich fände aber ehrlich gesagt, dass es die komplett falsche Richtung ist. Sie sollten aufhören, wenn es am besten läuft. Adidas und Yeezy haben jetzt hier nochmal einen großen Erfolg, weil natürlich hier im Zuge dessen, dass man glaubt, dass das hier das Ende ist, doch ein bisschen mehr Nachfrage wieder merkt als im Vergleich zu den anderen Jahren. Ich hoffe, dass der CEO jetzt nicht wirklich so weiter vorgeht, wie es manche hier behaupten, nämlich dass es jetzt wieder im Laufe von 24 zu weiteren neuen Colorways kommen könnte. In meinen Augen sollte Adidas, wie gesagt, jetzt aufhören. Es lief nochmal gut, genau das sollten sie nehmen, um mit dem Thema erfolgreich abzuschließen. Denn wenn sie jetzt wieder zusammenarbeiten, finde ich, ist das doch ein Weg, den man nicht als große Marke einschlagen sollte. Und wer hier vor dem Hintergrund Sneaker auf den sozialen Medien unterwegs ist, dem sollte doch ein ganz bestimmtes Format hier inzwischen auch schon ein Begriff sein. Nämlich, dass hier Leute in die verschiedenen Nike-Outlets oder auch allgemein Outlets gehen und verschiedene Air Jordan-Modelle oder auch teilweise andere Silhouetten finden, die überall sonst bei Retailern oder auch in der Sneakers-App oder Nike-App ausverkauft sind. Dieses Thema mit dem in Anführungsstrichen refurbished Sneakern beziehungsweise denen, die hier leichte Flaws haben oder anprobiert worden sind, returned worden sind zu Nike, ist vor allem in den USA hier ein wirklich krasses Thema, weil hier einfach Schnäppchen dabei sind, die man sich nicht vorstellen kann. In der EU ist das nicht ganz so viel vertreten, aber genau da scheint es jetzt noch eine Wendung zu geben, denn in Ergänzung zu dem Thema, dass es hier eben diese Vor-Ort-Kaufmöglichkeit bei den Outlets gibt, soll es jetzt hier in naher Zukunft eventuell vielleicht sogar einen Webdienst von Nike geben. Also es gibt schon eine Website wohl, die aber noch nicht aktiv ist, bei der man eben eventuell in Zukunft ebenfalls diese Sneaker kaufen könnte. In meinen Augen bietet das jedoch das Potenzial, das Sneaker-Game nochmal komplett auf links zu drehen, denn es bietet die Option für viele Leute, die vielleicht nicht ganz so viel Geld haben, beziehungsweise so Leute wie mich, die eben nicht die Option haben, zu einem Nike-Outlet zu fahren, weil es einfach viel zu weit weg ist, sondern dass man hier einfach eben das Thema über Internet abwickeln kann, heißt, dass man online schauen kann und einfach abwarten kann oder vielleicht sich mal ein B-Grade, also irgendeinen Schuh mit leichten Flaws, deutlich vergünstigt unter dem Retail holen kann. In meinen Augen hier auf jeden Fall ein wirklich krasses Thema. Zum jetzigen Zeitpunkt ist das aber zumindest nach meinem Wissen oder meinem Verständnis nur für die USA. Ich hoffe aber natürlich, wenn es so sein sollte, dass das kommt oder auch offen zugänglich gemacht wird, dass es ebenfalls ein ähnliches System in der EU geben wird. Aber wie gesagt, das kann natürlich auch alles nochmal ändern, weil man hier eben zusätzlich nochmal die Option hat, die Schuhe deutlich günstiger zu kaufen. Und ich glaube vor allem, das Thema Reselling wird hier relativ schnell auf links gedreht. Denn viele werden dann versuchen, diese deutlich günstigeren Schuhe mit noch mehr Profit weiter zu verkaufen und vielleicht sogar zu verschweigen, dass diese Schuhe ein B-Grade sind, beziehungsweise dass die Schuhe hier eben schon mal getragen worden sind. Das wäre in meinen Augen auf jeden Fall alles schon mal ein ziemlich krasses Ding. Schreibt mir gerne mal unten in die Kommentare, was ihr von dem Thema Refurbished Website haltet. Findet ihr, dass das eine gute Sache ist oder seid ihr der Meinung, dass das nur wieder zusätzliches Potenzial für Scammer oder ähnliches bietet? Lasst es mich gerne wissen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was ihr zu dem Thema schreibt. Damit sind wir dann aber auch leider schon wieder am Ende dieses Videos hier angelangt. Ich hoffe natürlich wieder, dass es euch gut gefallen hat. Wenn es so ist, dann lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar. Und wir sehen uns dann in einem meiner nächsten Videos wieder, Freunde. Bis dahin, haut rein.